Ihre Arbeit als Schurke war echt phänomenal. In Ich einfach unverbesserlich 2 steht Gru vor einer der größten Herausforderungen des Lebens. Ich spreche vom Dating. Dating. Ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster. Meine Freundin ist Single und... Nein, nein, nein. Schluss, Fenster zu. Auf der Stelle. You see, wisst ihr, die meisten Jungs erleben ihre ersten schmerzhaften Dating-Erfahrungen sehr früh. Lisa, ich habe mich gefragt, ob du... Gru hat Lisa angefasst. Lisa hat Grutitis. Es folgt die glatte Verweigerung. Und, wann hast du nun dein Date? Was? Hast du Schiss? Schiss? Wovor? Vor Frauen? Nicht doch. Totaler Blödsinn. Ich habe nur kein Interesse an irgendwelchen Dates. Das ist alles. Und Schluss. In Ich einfach unverbesserlich 2 hat das Böse einen Namen. Ich wüsste noch eine, die gerade frisch verwitwet ist. Ah! Tut mir leid, ich habe sie gar nicht da stehen sehen. Ah! Da auch nicht. Grus Nachbarin Jillian. Oh, meine Freundin Shannon ist gerade zu Besuch. Agnes! Sagt Jillian, ich bin nicht da. Gru ist nicht da. Agnes, wo ist Gru? Er malt sich die Lippen an. Er verscheucht die Fliegen. Er säbelt sich den Kopf ab. Er muss mal groß. Und so erlebt Gru das fürchterlichste Blind Date seines Lebens. Augenblick mal. Das auf ihrem Kopf, ist das eine Perücke? Was? Ich sag Ihnen, was ich jetzt tue. Ich reiß Ihnen das blöde Ding vom Kopf, damit alle sehen, dass Sie ein Glatzkopf sind und voll künstlich. Daraus wird nichts, Blondchen. Hey, Gru. Hallo, Lucy. Wow, so als wäre sie von einem Echtbetäubungspfeil getroffen worden. Eine Frau, die mit Betäubungspfeilen umgehen kann, ist ein absoluter Glücksgriff. Du liebst sie. Okay, stopp. Das ist ein Lügenlied. Ein so cooles Mädchen nach einem Date zu fragen, ist nicht leicht. Würden Sie gern mit mir ausgehen? No. Okay, das ist nicht hilfreich. Na gut, es geht los. Diesmal in echt. Ich hasse dich! Ich einfach unverbesserlich 2. Ab 4. Juli im Kino.